Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Oh nein. So, und dann haben wir direkt erstmal die nächste Situation. Die Umweltproteste kosten uns 120 Millionen pro Quartal, haben Auswirkungen darauf, dass die Anzahl der Umweltschützer nach oben geht. Sie reduzieren ein klein wenig unser Bruttoinlandsprodukt um 3,3%. Das ist nicht ein klein wenig. Und es führt zu Verkehrsverstopfung. Wahrscheinlich wegen den Protesten. So, dann haben wir ein Dilemma. Aber ich würde jetzt erstmal nochmal auf Situation Imminent gucken. Gig Economy. Und das sieht so aus, als ob wir jetzt gerade da drüber kommen, dass wir da dieses Problem auch bekommen. Es hört einfach nicht auf, ne? Nee. Wie im echten Leben. Es hört einfach nicht auf. Und jetzt kommen wir direkt mal zur... Ah, und jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Es ist nicht mehr schwarz-weiß. Großartig. Ja. Also auch die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine halbe Stunde, weil es einfach nur noch länger dauert, bis wir uns geeinigt haben, welche Variante wir nehmen. Ja, aber es muss drüber geredet werden. Bevor wir hier kurz zukommen, Edelhack fragt auch gerade, was ist eine Gig Economy? Gig Economy sind diese ganzen Sachen wie Uber, wie Lieferando oder wobei, ich wollte jetzt Lieferando nicht direkt nennen, da weiß ich es nämlich nicht ganz genau, aber Gig Economy heißt, du hast anstatt Angestellte, die sozialversichert sind und so eine Scherze, hast du Leute, die sich in der App anmelden und dann für einzelne kleine Jobs, Gigs, dann halt, du hast die Lasagne ausgeliefert, dafür kriegst du 70 Cent. Das ist Gig Economy. Das sagt dir, du arbeitest im IT-Sektor, dürfte dir was sagen mit dieser Umschreibung. Das ist tatsächlich auch ein Problem, weil es schlecht ist, weil diese Leute, die in dem Bereich dann arbeiten, haben keine Absicherung. So, aber unser Dilemma. Flughafenausbau. Genehmigungen, dass weiter geplant werden kann, gilt für einige der größten Flughäfen in unserem Land. Wir haben nicht genug Kapazität, um die vielen Flüge, die landen wollen, zu bedienen. Dann können wir einmal, also unsere Flughäfen müssten ausgebaut werden, weil es immer mehr Fluggesellschaften gibt, die gerne bei uns landen wollen. Es gibt einmal die Möglichkeit, das zu erlauben, dass wir die Flughäfen expandieren lassen. Unsere Tourismusindustrie benötigt die Flugreisen. Aber unser Tourismus ist schon sehr, sehr hoch. Dann Zurückweisen der Pläne, weil die Verschmutzung durch Flugreisen wirklich ein Albtraum ist. Oder Delay Decision, also die Entscheidung hinauszögern. Es ist eine harte Entscheidung, aber wir müssen sie dieses Jahr treffen. Aber wir können das ein wenig rausschieben. Das heißt tatsächlich, wir haben jetzt hier die Entscheidung zu sagen, wir legen uns jetzt noch nicht fest. Das ist auch spannend. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen drei verschiedene, aber hier können wir jetzt anscheinend, ist die Mechanik so geändert, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass wir eine Entscheidung auch rausschieben können. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, wir haben das Umweltverschmutzungsproblem. Unser Tourismus ist hoch, na klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Flug ist so hoch gegangen, wir sollten alle Weichen in die Richtung stellen, dass unsere Luftverschmutzung runtergeht, und dazu gehört auch eine Eindämmung der Flugreisen. Deswegen würde ich sagen, reject plans. Ja. Bin dabei. Ich habe gerade überlegt, ob ich schreibe, aber warum eigentlich? Ich bin ja quasi live. Es gab gerade die Frage, was denn das Hinauszögern zur Folge hätte im Chat.
Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, weil das gab es bisher noch nicht. Wir hatten bisher ja immer nur dieses, ihr müsst jetzt entscheiden, und es gibt A oder B, schwarz oder weiß. Ja. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit zu sagen, ach, wir entscheiden uns einfach mal gar nicht. Wir prokrastinieren das so ein bisschen. Ich denke, es gibt dann keine Auswirkungen, würde ich jetzt schätzen. Aber wir haben dieses Dilemma dann in 2, 3, 4 Runden wieder. Würde ich auch vermuten. Wir könnten das jetzt auch probieren oder nicht. Nee, ich würde jetzt schon die Weichen stellen. Also bei anderen Sachen, wo ich nicht sofort einen Impact sehe, aber ich denke, diese Umweltproblematik ist eins der großen Themen und ich denke, wir sollten, selbst wenn uns das unseren Tourismussektor trifft, ist es mir an der Stelle fast sogar ein bisschen egal, weil die Umweltverschmutzung und die Auswirkungen auf unseren Gesundheitssektor sind so krass. Wir müssen auch damit rechnen, dass wenn wir jetzt die Flughäfen ausbauen und in ein paar Jahren gehen die Flugreisen zurück, haben wir große Flughäfen. Super, ne? Also da würde ich sagen, willkommen in der Realität. Ja. Ich bin ganz bei dir. Sehr schön. Das freut mich sehr. So, die Umweltschützer finden es großartig, plus 7%. Der Tourismus geht um 8% zurück und die Kapitalisten finden es doof, minus 7%. Kommt damit klar. Ja. So, und wir haben wieder Nachrichten. Die heutigen Schlagzeilen. Für 3 Generationen Anne Lee und ihre Familie haben eine Lebensmittel... das ist dieses Ereignis hatten wir schon mal. Das ist ein kleiner Traditionsbetrieb, der Süßigkeiten herstellt und die sagen, dass die Junkfood-Steuer sie hart trifft. Und dass wir auf ihre Stimme leider verzichten müssen, da müssen wir sagen, okay, stört uns jetzt nicht, wir haben ein Fettleibigkeitsproblem und generell einen schlechten Gesundheitszustand. Überleg, Zuckerersatzstoffe zu benutzen und ich sage es immer wieder, Birkenzucker, Hälfte der Kalorien, genauso wie Zucker zu verarbeiten, sehr lecker, kann man auch in Süßigkeiten reinmachen und würde uns auch helfen. Da würde ich tatsächlich diese Politik auch nicht anfassen. Ja. Ja. Okay, und hier sind jetzt tatsächlich, ist jetzt tatsächlich mal kurz was passiert. Also wir fassen diese Politik nicht an, ne? Ja. Gut. Ich freue mich gerade, dass hier das, bevor ich jetzt weiterklicke, Toter Schlumpf hat gerade was Lustiges gemacht, weil ich bin jetzt seit gestern quasi, könnte man sagen, bei Twitch Affiliate und damit kommen ein paar neue Funktionalitäten hier auf den Channel. Man kann abonnieren, das kostet dann Geld, damit unterstützt ihr sowohl mich als auch Romy, die kriegt nämlich ihren Teil ab und das Geld, was an mich geht, das würde ich ausgeben für das Streaming-Setup besser zu machen, aber das müsst ihr nicht tun. Ich freue mich nur darüber. Ich werde nichts irgendwie hinter eine Paywall setzen. Aber es kommen auch so Sachen da hinzu wie Channel-Punkte oder Kanal-Punkte und die kann man ausgeben und da habe ich so ein, zwei Sachen eingerichtet und da haben gerade die ersten Benutzer was gemacht. Toter Schlumpf hat Kanal-Punkte ausgegeben für Physik, Ausrufungszeichen. Da habe ich gesagt, wenn ihr die Kanalpunkte ausgibt, und Kanalpunkte kriegt man, indem man längere Zeit zuguckt. Für Physik, da erzähle ich eine kurze Anekdote oder einen Fakt aus der Physik, der überraschend und wenig bekannt ist, habe ich mir in irgendeiner Form vorgenommen. Und Edelhack hat gerade Kanalpunkte ausgegeben für einmal Strecken. Dann würde ich sagen... Immer nur in diese Richtung den Kopf strecken, meine lieben Freunde, denn der Hals ist kein Kugelgelenk, immer nur in einer Achse. Habe ich mich einmal gestreckt und einmal den Oberarm, das mache ich doch sehr gerne. Und eine Anekdote aus der Physik. Es gibt nur einen
einen Physiker, aber nicht nur, ist nicht nur auf Physiker beschränkt, sondern tatsächlich nur einen Menschen, der sowohl einen Nobelpreis gewonnen hat, als auch einen IG-Nobelpreis. Und das ist André Geim. Der hat den IG-Nobelpreis gewonnen. IG-Nobelpreis ist sowas wie der Anti-Nobelpreis, könnte man fast sagen. Also die sagen immer, IG-Nobelpreis wird verliehen an Leute, an Forschung, die einen erst zum Lachen bringt und dann zum Nachdenken. Und er hat den IG-Nobelpreis 2000 gewonnen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber irgendwie in dem Bereich. Dafür, dass er einen Paper veröffentlicht hat und auch ein Experiment, da gibt es auch ein Video von. Er hat einen Frosch in einem starken Magnetfeld schweben lassen und hat darüber ein Paper geschrieben, wie man Amphibien in starken Magnetfeldern zum Schweben bringt. Dieses Paper, was er geschrieben hat, war übrigens, ist er Erstautor und der Co-Autor ist sein Hamster gewesen. Also er hat mit dem Wissenschaftssystem durchaus Schabernack getrieben. Und er hat 2010 den Nobelpreis für seine Arbeit an Graphen, also einatomarlagigen Kohlenstoff, bekommen. Das heißt also, er hat sowohl Humor und macht Blödsinn im Labor, als auch ernsthafte Forschung. Und er ist der einzige Mensch, der sowohl einen IG-Nobelpreis als auch einen Physik-Nobelpreis hat. Guckt das Paper von ihm nach. Das ist tatsächlich sehr, sehr witzig, weil der Co-Autor ist tatsächlich sein Hamster. Das überliest man erst, aber wenn man das Paper liest, André Geim. G-A-I-M oder G-E-I-M. Weiß ich nicht genau. Das war die Physik. So, das kann man also einlösen. Wenn man längere Zeit hier zuguckt, kriegt man Kanalpunkte und dann kann man mich Dinge tun lassen. Wollte ich mal ausprobieren. Ihr könnt ja auch mal sagen, wie ihr das findet. Gut. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt auf Continue klicken. So. Eine neue Wahlperiode, wir haben einen Überschuss von 7,5 Milliarden Pfund. Ich würde kurz die Probleme durchklicken und dann haben wir zwei Wahlversprechen gegeben. Also erstmal hier die Umwelt. Die Umwelt, nicht die Umwelt, die Verschmutzung ist hoch. Ist sehr hoch, so dass sie blinkt, über 90%. Hier. Dann haben wir die Proteste. Ja, ist klar, ne? Wenn es der Umwelt so schlecht geht. Proteste, die kosten uns ein bisschen was. Ich würde sagen, ja. Die Wasserknappheit stagniert. Die hängt auch mit der Klimaerwärmung und so weiter und so fort zusammen. Ja. Und auch mit dem Jahr. Das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Das heißt, da müssen wir aktiv gegensteuern. Es wird nicht einfach wieder weggehen. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist ein klein wenig wieder runtergegangen. Wie schön. Fettleibigkeit ist am Ansteigen, im Ansteigen begriffen. Das ist schlecht. Dann die Doctor Strikes stagnieren. Unsere überfüllten Krankenhäuser. Ein ganz leichter Anstieg wieder. Asthma-Epidemie ist auf dem Abwärtstrend. Und wenn wir uns weiter um die Verschmutzung kümmern, wird das auch hoffentlich runtergehen. Und das war's. Die Sachen hier oben der Kriminalität sind weg. Sehr gut. Ja. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch zwei Hauptthemenfelder, wobei die Gesundheit ja auch direkt von der Umwelt beeinflusst wird. Ja. Ich würde unglaublich gern wissen, was uns dieser Climate Change Adaption Fund kostet in Democracy 4. Weil ich befürchte, dass wir dafür sowohl politisches Kapital als auch Geld brauchen. Ja. Der ist bei Public Services. Da ist er direkt. Genau, also Climate Change Adaption Fund, da werden Rücklagen gebildet von der Regierung für, um
um große Projekte zu finanzieren, wie Dämme, Wettersatelliten, Wasserreservoirs und so weiter und so fort. Sehr teuer, aber sehr effektiv. Okay. Kostet uns zwischen 5 Milliarden und 18 Milliarden. Das ist günstiger als bei 3. Ich glaube, da waren 23. Da waren wir auch in Euro unterwegs. Und hier sind wir im Pfund. Wobei, ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Also ich wäre sehr dafür, einfach auch, weil der 18 Quartale braucht, um wirklich zu greifen, den jetzt anzugehen. Wir wollen ja, glaube ich, auch noch den Geheimdienst ein Stück runtersetzen. Richtig. Den Geheimdienst wollen wir auch untersetzen. Finde ich total super. Wir sind jetzt im Plus. Der Weltwirtschaft geht's gut. Erstmal das, was lange dauert und viel Geld kostet, reintun. Weil dann sehen wir auch, dann wird unser Überschuss niedriger sein. Ich finde das total richtig, jetzt direkt nach der Wahl sagen, und wir haben Geld, also geben wir es jetzt direkt aus für die drückenden Probleme, die wir haben. Und man sieht ja schon, auch im neuen Update, für die, die es eben noch nicht mitbekommen haben, Democracy 4, es sind mittlerweile seit unserem letzten Stream 2 neue Patches rausgekommen. Und da sieht man bei jedem Gesetzentwurf auch schon ungefähr, in welche Richtung, welche Sachen davon beeinflusst werden. Und da wäre ich total für, deine Argumentation kann ich total nachvollziehen. Lass uns das machen. Das dauert lange, es einzuführen, und wir sollten es jetzt gleich tun. Mhm. Alles klar. Einführen. Und hier sind wir dann wieder auf Stufen. Wir haben im Moment einen Überschuss von 7,49. Zweite Stufe kostet uns 9,69. Ich würde es auf zweiter Stufe lassen, tatsächlich. Ich auch. Auch da können wir wieder das nach oben skalieren, wenn wir irgendwann mal wieder ein bisschen Geld haben. Richtig. Aber jetzt erstmal das, dann die Reduzierung des Geheimdienstes, und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir dann eigentlich haben. Ja. Wäre jetzt mein Vorschlag. Auf jeden und Fall. Und übrigens, das Thema Wahlversprechen, das kann man kann entweder sagen, oh, sorry, gab zu viel zu tun. Man könnte natürlich auch sagen, unsere großartige Idee ist an politischen Realitäten gescheitert. Auch das kann mal passieren. Dann wenden wir das mal so an. Sehr schön. Gucken wir mal kurz einen Geheimdienst. Ah, es wird uns tatsächlich auch angezeigt, wohin wir es reduzieren müssen. Und dieses politische Kapital haben wir so gerade nicht. Schade. Wir haben noch 6, wir brauchen 9. Aber das ist ja super, dass einem das so angezeigt wird. Also das ist total schön, dass hier auch so ein Overlay ist, das grün wird. Und wir brauchen genau 9 dafür. Aber dann können wir das nächste Runde angehen. Da würde ich sagen, da können wir sogar noch ein bisschen runtergehen. Und dann sparen wir wieder ein bisschen Geld. Was auf jeden Fall eine coole Sache ist. Wir haben jetzt noch 6. Wir könnten noch andere Sachen anfassen. Würde ich jetzt drauf verzichten. Einfach, weil wir, glaube ich, in der nächsten Runde, wenn wir da schon 9 brauchen, haben wir vielleicht auch ein bisschen besseren Überblick über unsere Finanzierung, um dann die anderen Dinge machen. Das finde ich gut. Sehr schön. Okay, das heißt also, wir gehen direkt in die nächste Runde. Blaming the previous government finde ich auch. Okay, Channel-Punkte werden weiter benutzt. Horsti hat Channel-Punkte oder Kanalpunkte ausgegeben, damit ich einen Schluck Wasser trinke. Das waren jetzt mehrere Schlücke und sie kamen aus meiner Bad Oeynhausen-Tasse. Heimat. Mhm. Heimat-Tasse. Genau. Immer schön was trinken. So. Ach, die Arbeitslosigkeit ist ein bisschen weiter gestiegen. Ja, trinken ist wichtig. Nee, die Arbeitslosigkeit ist gefallen. Nee. Aber das müsste doch sonst rot sein. Sonst war doch alles, was negativ ist, war immer orange oder in rot unterlegt.
Nee. Und jetzt ist es in grün. Es ist grün, weil es niedrig ist, aber es ist gestiegen und steigen heißt immer grün. Also wenn die Arbeitslosigkeit fällt, ist hier ein roter Pfeil nach unten. Das ist so ein bisschen, aber ich, also es ist einmal... Ich will mich irgendwann machen. Ja. Gut, dass wir das Spiel zusammenspielen. So, Gig Economy ist eine, ist ein Problem, das wir haben. Es kostet uns direkt erstmal nichts. Kapitalisten finden es gut. Ah. Benutzung von Autos geht hoch. 12,8%. Eieieiei. Okay, was können wir denn mal ganz praktisch dagegen tun? Die Arbeitsgesetze tun jetzt schon etwas dagegen. Und dann würde ich sagen, wir müssen in den Wirtschaftsförderungssachen gucken, ob irgendwas sich auf Gig Economy auswirkt. Wahrscheinlich Programme für Startups und diese ganzen Sachen werden sich auch negativ darauf auswirken. Hoffe ich einfach. Das gucken wir uns gleich an. Diese Sache also die ist Hoffnung, jetzt... Entschuldigung, ja? Die Hoffnung ist ja, dass wir, um es in dieser deutschen Übersetzung zu nehmen, sozialversicherungswichtige Arbeitsplätze schaffen, damit die Leute eben nicht in diese selbstständigen Falle geraten. Ja. Ja, genau. Okay. Also so in diese Richtung, da kann man gegensteuern. Jetzt haben wir hier ein Ereignis. Oh. Ein Müllbetrug. Tonnen von Müll wurden Tonnen von Müll, die ins Ausland versendet wurden, wurden zurückgeschickt. Die Container voll von unserem ungewollten Müll aus unserer Gesellschaft war fälschlicherweise gekennzeichnet als recyceltes Plastik. Umweltschützer sind außer sich über die grundsätzliche Versagen der Recyclingprogramme unseres Landes. Und wir sind auf der internationalen Bühne das lässt uns nicht gut dastehen. Foreign Relations -8, Umweltschützer -12. Da könnten wir auch nochmal schauen, ob es Möglichkeiten gibt, da mit Strafen und Co. ranzugehen. Ja, auf jeden Fall. Damit sowas nicht nochmal passiert oder ob es irgendwelche Kontrollmechanismen gibt, die wir einführen können oder so. Weil das tut echt weh im Sinne der auswärtigen internationalen Beziehungen und so. Ja. Ja, Belana, schön, dass du da warst und dass du uns jetzt folgst. Gute Nacht wünsche ich dir. Die verabschiedet sich gerade. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Morgen gibt's Stellaris, auf jeden Fall. So, das nächste, was Positives. Private Space Industry, also private Weltraumwirtschaft oder Industrie, ist nach oben gegangen. Krass, das kommt, Meinungsumfragen von jedem gehen dadurch hoch, GDP steigt und die Patrioten finden's toll. Ja, das ist ja super. Was Positives und das sieht auch nicht so aus, als ob das demnächst runtergeht. Cool. Sehr schön. Und wir haben wieder eine Forderung eines unserer Geldgeber, Ted Wilson, schon wieder. Ted Wilson besteht darauf, dass wir die Politik Arbeiter in den Aufsichtsräten umsetzen. Haben wir uns auch schon einmal angeguckt, aber war halt so, tut jetzt nicht direkt was für das, was wir haben wollen. Deswegen gucken wir es uns direkt nochmal an, ne? Mhm. Also, Arbeiter in den Aufsichtsräten, keine Implementationszeit. Wir brauchen 12, um das einzuführen. Kapitalisten finden es doof, die Gewerkschafter finden es gut. Es kostet uns nichts. Die Working Week geht nach
unten, Sozialismus geht hoch, Produktivität geht etwas zurück. Also vom Prinzip ist es ja, es geht um MitarbeiterInnenbestimmung. Insofern ist es erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Frage ja. wäre nur, da sind wir wieder bei diesem Grundsatzproblem, wir haben nur eine bestimmte Anzahl politisches Kapital. Und wir haben hier wieder die Kapitalisten dabei, wo wir gerade dabei waren, sie so ein bisschen wieder einzufangen. Ich würde jetzt hier tatsächlich mal, wir sind direkt nach der Wahl. Wir haben super Umfragewerte. Vielleicht müssen wir in ein paar Jahren angekrochen kommen und irgendwo um Geld betteln. Ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich finde den Gesetzesentwurf, den ihr vorschlägt, eine gute Sache. Es fasst nur gerade auch nicht die Probleme an, die drückender sind. Gehe ich auch. Also sehe ich ähnlich. Wir haben andere Dinge, bei denen wir jetzt erstmal gucken müssen, dass wir es grundsätzlich hinbekommen. Den Arbeitsmarkt und auch die Unternehmen würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Da gab es noch diesen Bereich Gleichstellung und so. Ja. Aber jetzt erstmal wäre mein Fokus auf dem Thema Klima und Umwelt. Ja, das heißt Refuse Demand. Tatsächlich, der Spender wird uns direkt verlassen. Es wird ein neuer kommen, hoffe ich. Ja. Ted Wilson, gute Vorschläge hast du eingebracht. Es wird langsam ein bisschen anstrengend, Kollege. Ja, und dann, also keine Meldung, wahrscheinlich ist er dann weg. Wir können uns das ja mal angucken. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.